Frosthaven, das größte Brettspiel aller Zeiten, ist jetzt draußen, der Nachfolger von Gloomhaven. Und um euch die Frage zu stellen, wie startet ihr am besten in dieses Mammutprojekt ein, gehen wir alle einzelnen Erweiterungen durch, um euch den ultimativen Guide für Gloomhaven und Frosthaven zu geben. Bretman. Willkommen in der Bretthöhle, ich bin Simon, aber Wayne. Denn bevor wir uns Frosthaven genauer angucken, starten wir mal am Anfang der Erfolgsgeschichte und die nennt sich Gloomhaven. Ein Dungeon Crawler ist ein Verliesabenteuer aller Dungeons and Dragons Manier oder wie ihr es aus Pen and Paper kennt, wo ihr euch mit euren Helden gegen ganz viele verschiedene Monster durchschlachten müsst, um eben Schätze zu sammeln, euch aufzuleveln und Abenteuer zu erleben. Und Gloomhaven hat das Ganze hier bei Board Game Geeks wirklich neu erfunden. Ein Spiel, was ihr für 1 bis 4 Spieler spielen könnt, am besten zu dritt erlebt, dauert circa eine Partie 60 bis 120 Minuten ab 14 Jahren und eine Komplexität von 3,89 für 5 Spieler. Das ist schon gar nicht so wenig an Komplexität und die Spielzeit, ja, da sei dazu gesagt, das war das größte und fetteste Spiel, was es da draußen gab. Ihr habt 100 Szenarios da drin, also für 100 Abenteuer, wie in einem Computerspiel, die auf euch warten und da dauert jedes Abenteuer so circa 60 bis 120 Minuten. Das Spiel hat wirklich neue Maßstäbe gegründet, was die Komplexität angeht, was eben geheime Charakterumschläge angeht, wo ihr eure Charaktere leveln konntet und die irgendwann im Laufe des Spiels in Ruhestand schicken musstet. Die sind in ihre Stadt Gloomhaven gezogen. Ihr habt versucht, die Stadt Gloomhaven so ein bisschen aufzuleveln, abzugraden. Wenn ihr euch dazu entschlossen habt, Gloomhaven zu spielen, dann habt ihr eine ganze Zeit lang nichts anderes mehr gemacht. Denn wenn ihr all diese Mysterien, geheimen Sticker, die ihr auf dem Board platzieren könnt, dann Dungeons, also Verliese, die ihr euch freischaltet, Intrigen, die ihr aufdeckt, wenn ihr all das erkunden wolltet, dann habt ihr wirklich Tage, Wochen, wenn nicht sogar Monate oder Jahre damit verbracht, um diese Box von Gloomhaven zu erkunden. Für manche scheiden sich da die Geister. Ich persönlich habe gesagt, nach 40 Partien, wo ich wirklich Wochen in dieses Spiel gesteckt habe, war dann irgendwann die Spielmechanik für mich erschöpft. Die Loot-Mechanik war für mich dann irgendwann nicht mehr befriedigend genug, aber da sind wir in der Meinungssache. Es gibt Leute, die haben auch ganz klar gesagt, genau das war das Richtige. Und die haben jetzt weiteres Material bekommen. Die haben zum Beispiel die Erweiterung bekommen, Forgotten Circles oder eben auf Deutsch Gloomhaven, vergessene Kreise. Und das ist eben eine Erweiterung, die euch bis zu 20 neue Szenarien bietet, die nach den Ereignissen des ursprünglichen Gloomhaven spielt. Das heißt, die Kampagne habt ihr beendet und dann konntet ihr mit Forgotten Circles eben weitermachen. Darin habt ihr neue Charakterklassen und ihr versucht eben eine Katastrophe zu verhindern, die diese Kampagne für euch bereithält. Das begleitende Szenariobuch zerlegt diese Szenarien auf mehrere Seiten, um dynamischer und überraschendere Begegnungen zu schaffen. Also da hat man schon versucht, dieses Erlebnis von dem Dungeon, was man sich in Gloomhaven wirklich in einzelnen Teilen zusammenbaut, euch noch besser auf den Tisch zu bringen. Und wenn wir uns hier das Spielmaterial dazu mal angucken, so sieht der ganze Spaß aus, schon in der Gloomhaven-Box. Ihr habt eure Lebenspunkte-Leiste hier, ihr habt die verschiedenen Verliesteile, die ihr zusammenbaut, ihr habt unendlich viel Material in eurer Box und das zeige ich euch gleich mal bei Frosthaven, wie das Ganze aussieht. Es ist eine Materialschlacht sondergleichen, wo allein der Aufbau und die Vorbereitung schon sehr, sehr lange dauert. Und hier konntet ihr mit Forgotten Circles das Ganze noch erweitern durch neue Monster, durch neue Charaktere, durch neue Kampagnenerfahrungen, durch neue Sticker, die ihr anbringen konntet und. Wie ihr merkt, war Gloomhaven aber ein schwieriger Einstieg. Um in dieses Spiel einzusteigen, musstet ihr euch also stark einlesen, ihr musstet euch damit beschäftigen, ihr musstet eine feste Gruppe haben, die sich immer wieder diesen Herausforderungen stellen will, die Bock darauf hat, diesen großen Aufbau zu managen. Ja, und da ist sich dann gedacht worden, dass man hier eine vereinfachte Form vom rausbringt. Und das ist Gloomhaven, Jaws of the Lion oder im Deutschen die Pranken des Löwen. Das Spiel ist jetzt bei den besten Spielen aller Zeiten von Boardgame Geeks schon auf Platz 7 gerankt, weil was macht es neu? Es will einen viel, viel leichteren Einstieg in diese Gloomhaven-Welt haben. Und da kann ich euch schon einen Tipp geben. Wenn euch Gloomhaven interessiert, ihr aber Angst vor der Komplexität dieser riesigen Schlachterbox habt, dann startet mit Gloomhaven Pranken des Löwen. Denn hier haben wir es mit einem Spiel zu tun, auch für 1 bis 4 Spieler, was ihr wirklich hier schon am besten zu zweit spielt. Ein Szenario dauert hier 30 bis 120 Minuten, das heißt, es gibt hier durchaus kürzere drin, ab 14 Jahren eine Komplexität von 3,63.
Vergleich zu Gloomhaven mit 3,89 ist das Spiel ein kleines Stückchen leichter, aber das, was hier wirklich ausschlaggebend ist, ist eben dieses Kampagnenbuch, in dem ihr eure Dungeon nach und nach aufblättert. Wie ihr das hier seht, in diesem Ringbuch blättert ihr eine Seite nach der anderen auf und da drinne baut sich dann dieser Dungeon für euch automatisch zusammen. Es gibt noch ein zweites Buch, was ihr daneben haltet. Dadurch könnt ihr dann individuell die Dungeons aufbauen und ihr wisst nicht immer genau, was kommt. Das erspart euch aber schon viel Aufbauarbeit. Die Mechaniken sind hier ein wenig leichter gehalten, um in dieses große Spiel einzusteigen. Auch hier wirklich genügend Szenarien, die es euch wirklich eingängig machen, dieses Spiel zu starten. Wenn ihr also Erfahrung mit Gloomhaven sammeln wolltet, dann waren die Pranken des Löwen genau die richtige Wahl. Jetzt ist vor kurzem Frosthaven rausgekommen. Und Frosthaven will alles das toppen, was Gloomhaven und die Vorgänger gemacht haben. Die Story soll besser werden. Das Interagieren mit damals der Stadt Gloomhaven soll mit der neuen Stadt Frosthaven besser werden. So viel sei vorweggenommen, Frosthaven hält alles das ein, was es verspricht. Starten wir aber am Anfang. Auch hier ist der Einstieg immens schwer. Ich habe euch hier mal ein paar Fotos gemacht, wie bei mir wirklich dieser Aufbau war. Ich war gehypt, das Ding ist gekommen und habe gesagt, so, jetzt muss ich mich in Frosthaven reinstürzen. Ja, dann muss ich aber erstmal alle Inhalte aus diesen Stanzbögen rausstanzen, alles vorsortieren und dafür gibt es eine Anleitung, die euch wirklich an die Hand nimmt. Ja, und wie lange habe ich gebraucht? Ich habe fast einen ganzen Tag zugegebenermaßen mit Pausen gebraucht, um dieses Spiel erstmal spielfertig zu machen. Auf meinem Tisch habt ihr echt, glaube ich, einen guten Eindruck, wie viel Material da ist, was einzeln in Tüten reingesetzt werden musste, wie man die Monster sortiert, wie man jetzt die Monsterkarten eben auch in die einzelnen Boxen packt. Es gibt neue Initiative-Token, die ihr in diese Kartenboxen damit reinsetzt. Es gibt Inlays, die mitgeliefert werden, wo ihr alles vorsortieren müsst und könnt. Es gibt Trennkarten da drin, die diese einzelnen Sektionen abtrennen. Und all das hat enorm viel Zeit in Anspruch genommen, weshalb ich den ersten Tag, wo ich schon sagen würde, oh, jetzt habe ich richtig Bock zu zocken, den habe ich damit verbracht, das Spiel erstmal vorzubereiten, ohne dass ich mich nochmal mit den Regeln und Co. beschäftigen konnte. Das habe ich dann nachträglich getan. Als ich die Regeln dann wieder gelesen habe, ich gemerkt, ja, Frosthaven ist genau Gloomhaven. Es hat sich von den Spielmechaniken eigentlich nicht so wirklich viel verändert. Es sind nur Nuancen dazugekommen. Das heißt, man hat sich gesagt, man will dieses Spiel Gloomhaven in den Bereichen verbessern, die die Leute sich gewünscht haben, ohne ja, die DNA von Gloomhaven anzugreifen, zu verändern und das Spiel eben genauso beizubehalten, wie es sein soll. Und deshalb gucken wir hier zusammen mal auf die Spielzeit. Es ist jetzt für 1 bis 4 Spieler, das heißt, ihr habt ein Solo-Szenario schon hier drin oder Solo-Spielmöglichkeiten. 30 Minuten pro Spieler wird ungefähr gesagt und 14 Jahre sollte man sein, um dieses Spiel in all seiner Pracht eben genießen zu können. Hier kommt einiges dabei. Und deshalb zeige ich euch jetzt mal nach und nach, was in der Box drin ist, weil ich habe alles noch hinter mir aufgebaut. Das ist ein riesiges Event. Ich habe diesen Monat auch wirklich nur damit verbracht, wirklich mich hier mal durchzuschlachten und euch sagen zu können, wie ich das Ding finde. Gucken wir uns das Spielmaterial an. Und hier habe ich jetzt wirklich nur ein bisschen was mitgebracht. Ihr packt 30.000 Tüten ab, wie ich das hier gesagt habe. Da kommen die Monster rein, da kommen die Initiative-Token rein, da kommen die Monster-Standys rein. Dafür braucht ihr Stunden, um das Ganze zu sortieren, danach freut ihr euch. Dann habt ihr jetzt eine schöne, ja, einen schönen Token-Sammler, wo ihr hier ein kleines Inlay drüber habt. Da drinne verbirgt sich noch eine Token-Box, in der ihr alles schön vorsortiert, stundenlange Arbeit. Und dann habt ihr hier auch wirklich noch diese ganzen Verlies-Tokens, die ihr da reihum einsortiert. Und das Ganze solltet ihr vor und nach jeder Partie auch wirklich wieder sortieren und ordnen, weil ansonsten habt ihr Chaos. Dann gucken wir mal in die große Box. Dafür machen wir hier ein bisschen Platz. Habt ihr in dieser massiven Kiste, ich drehe sie euch nochmal reihum, damit ihr hier wirklich auch seht, wie schön Frosthaven illustratorisch geworden ist. So sieht es auf der Karte eben auch aus. Habt ihr weitere Inlays. Ihr habt in diesen Umschlägen eure versteckten Charaktere, die ihr nach und nach freischaltet und wo alle Materialien drin sind. Das heißt, ihr habt wirklich Spaß, die zu öffnen. Dann habt ihr hier ein Inlay, das hole ich euch mal raus, weil diese Box ist einfach viel zu schwer zu halten. Indem ihr eure Karten sortiert, die Tokens. Ihr seht, hier sind immer Trenner drin, die diese ganzen Karten voneinander auffächern. All das ist besser gemanagt als in Gloomhaven. Ich sage jetzt aber schon dazu, ihr seht es auch hier. Wir haben hier halt Plastik, was sich abnutzen wird. Die Box wird extrem leiden von dem immer wieder ein- und auspacken. Die wird hundertprozentig irgendwann einreißen. Das kann ich euch direkt schon mal vorwegnehmen. Denn darunter ist nochmal genau dieser Plastiktray. Man hat sich also Gedanken darüber gemacht, wie man das Spiel besser verpacken kann. Die Anleitung ist dabei. Ihr braucht Stunden, um das alles einmal verstanden zu haben, wie es funktioniert. Das heißt, die Gedanken sind gemacht, es funktioniert gut. Ich würde aber keine Gewähr dafür übernehmen, dass das in Partie 60 alles noch so aussieht, wie es jetzt gerade das tut.
Ihr habt hier diese Stanzbögen, die könnt ihr hier oben wegklappen und dann seht ihr, wenn ihr eben Szenario 1, ansonsten kommt es hier zu keinen Spoilern, gespielt habt, in welche anderen Szenarien ihr danach wechseln könnt. Dahinter verstecken sich diese Sticker, die ihr eben auf eurer Map eben platzieren könnt. Ja, und wenn ihr bei dem Preis, denn das muss auch dazu gesagt sein, das Spiel ist unfassbar teuer. Jetzt gerade, glaube ich, gebt ihr bis zu 380 oder 400 Euro aus. Das Spiel ist momentan nur im englischen Kickstarter ausgeliefert. Ende 2023 soll das Spiel, glaube ich, bei Feuerland kommen und da rechnet man auch mit einem Preis um die 400 Euro. Das heißt, das Spiel sich zu kaufen, ja, dafür müsst ihr informiert sein und deshalb solltet ihr euch definitiv diesen Guide hier angucken. Wenn ihr das Spiel mit euren Stickern nicht zerstören wollt, gab es in der Kickstarter-Kampagne hier diese wieder entfernbaren Sticker. Das sind nichts anderes als Stickerbögen, die ihr auf euer Board platzieren könnt und die ihr danach wieder abziehen könnt, wenn ihr vorhabt, das Spiel irgendwann zu verkaufen. Falls ihr es durchgespielt habt, herzlichen Glückwunsch. Oder falls ihr sagt, ich habe jetzt genug gesehen, ich will jetzt wieder wegpacken. Die wird es höchstwahrscheinlich auch bei Feuerland geben. Einer der wichtigsten und schönsten Klebebögen ist auch hier eine Neuerung. Ihr könnt jetzt Tränke brauen. Und hinter diesen Fenstern verbergen sich die Fähigkeiten der Tränke, die ihr da zusammenbraut. Es gibt ein neues Belohnungssystem und in diesem Belohnungssystem könnt ihr verschiedenste Ressourcen in eurem Dungeon einsammeln. Dafür gibt es diese Ressourcenkarten, die ihr wisst am Anfang des Szenarios schon, welche Ressourcen da drin sind und die werden zufällig gezogen. Darunter mischen sich auch Schätze und andere Dinge und diese Ressourcen sammelt ihr, um Dinge zu craften, herzustellen. Neues System für Gloomhaven, da macht ihr Sachen wie zum Beispiel Tränke, ihr könnt in eurer Stadt Häuser bauen. Das heißt, ihr sammelt Ressourcen, gebt Geld in die Stadt von Frosthaven und der ganze Spaß wird dadurch eben noch besser und besser aufgelevelt. Und das alles hat auch Auswirkungen auf eure Charaktere. Das heißt, Frosthaven ist hier mit all seinen Ressourcen, Crafting-System, Stadtaufbausystem, Verteidigung gegen andere Nationen, die außerhalb dieses dunklen, eisigen Dorfes sind, so schön vernetzt, dass eure Charaktere und Frosthaven durchaus eine Synergie ergeben und es macht Sinn, beide Sachen aufzubauen, um in diesem Spiel Fortschritt zu machen. Es gibt, wenn ihr euch das hier mal anguckt, mehrere Bücher, die ihr hier durchackern müsst, denn ihr habt es hier mit einem komplexen Spiel zu tun. Ein sehr, sehr umfangreiches Regelbuch und da kann ich schon dazu sagen, hier drin ist auch ein Link, wie ihr euch die Regeln noch in dem Videoformat angucken könnt. Habe ich tatsächlich getan, das Ganze auf Englisch, aber es hat mir sehr geholfen. Wie gesagt, momentan ist das Spiel ja nur auf Englisch draußen. Und eine wirklich sehr, sehr gute Idee, diesmal gibt es zwei Storybücher. Und das Ganze hilft euch sehr darin, dass ihr nicht gespoilert werdet. Wenn ich euch einfach nur Szenario 0 zeige, das ist dann ein Vorbereitungsspiel, da seht ihr jetzt gar nichts, was euch großartig darin spoilert, weil die könnt ihr komplett überspringen. Der ganze Spaß ist immer so aufgebaut, dass ihr auf der rechten Seite hier immer so eine Story-Einleitung habt, was hier passiert, was eure Siegbedingungen sind und da kann ich schon vorweg sagen, es ist meistens genau wie bei Gloomhaven, macht alle Monster kaputt und dann habt ihr zu bloß gewonnen. Es gibt ein paar Ausnahmen, es gibt ein paar tolle Geheimnisse zu entdecken, aber generell solltet ihr euch wieder aufs Schlachten einstellen. Und dann seht ihr den Aufbau, welche Dungeon-Teile benötigt werden, welche Monster platziert werden, welche Monster davon Elite sind, wie viele Monster bei welcher Spielerzusammensetzung da sind und. Und welches Szenariobuch ihr nehmen müsst, wenn ihr diese Tür hier unten öffnet. Und da kommt das zweite Buch ins Spiel. Im zweiten Buch habt ihr dann die Öffnung für den zweiten Raum. Und da drinne faltet sich dann eben die zweite Raumaufteilung auf. Und das Ganze ist wirklich toll. In dem ersten Gloomhaven wusstet ihr immer schon eigentlich, was euch erwartet. Wenn ihr der Unglückliche wart, der das Spiel aufgebaut hat und ja alles bereitgestellt hat für die anderen Leute, ja dann habt ihr schon gesehen, was hinter der nächsten Tür auf euch wartet. Die Überraschung, die bleibt euch jetzt erhalten, weil ihr erst in diesem Buch weiterlest. Hier drin ist auch die Auflösung, wie es in diesem Szenario weitergeht. Und da sind durchaus auch viele Texte drin. Der Schreibstil hat sich verbessert zu Gloomhaven. Die Story ist interessanter geschrieben. Das Ganze ist ein bisschen stimmiger in diese Welt eingebaut. Das heißt, alles das, was Story-Schwächen bei Gloomhaven waren, macht Frosthaven jetzt besser. Denn ihr habt jetzt richtig coole Outpost-Aktionen. Das heißt, für euren Außenposten gibt es jetzt Eventkarten, die ihr triggert. Und diese Eventkarten sind nicht mehr so x-beliebig wie bei Gloomhaven, dass ihr mal von einem Händler besucht werdet oder überfallen werdet. Nein, diese Outpost-Events, die in Sommer und Winter gegliedert sind, je nachdem, welcher Jahreszeit ihr euch gerade befindet, was sehr relevant ist in diesem kalten, nördlichsten Ort in der Welt von Gloomhaven, wo das Überleben wirklich nur den Hartgesottesten möglich ist, die haben enormen Einfluss auf die Stadt, wie ihr sie aufbaut. Ihr könnt in eurer Stadt eure Mauer verstärken und dann werden in Outpost-Positionen, werdet ihr von den Barbarenvölkern drumherum angegriffen, müsst euch erwehren, eure Häuser, die ihr gerade mühselig erbaut habt, können beschädigt oder sogar zerstört werden. Ihr müsst
Wachen anheuern. Ihr müsst euch wirklich um eure Leute in Frosthaven kümmern. Und da sind diese Außenposten-Karten wirklich ein Storytreiber, die den Spaß wirklich triggern. Kommen wir zum Fazit dieses Einführungsguide für Gloomhaven, Frosthaven und deren Erweiterungen. Gloomhaven war eine Zeitrechnungsänderungen für Dungeon Crawler und für Erlebnisse und für alles das, was in einem Brettspiel verkauft werden kann. Weshalb man bei dem Preis auch sagen muss, beide Spiele sind extrem teuer, aber bieten euch so viel Spielzeit, wenn ihr das auf die Spielzeit runterrechnet, ist der Preis wieder vertretbar. Das Spiel hatte aber Schwächen. Und die Schwächen hat man versucht, mit Pranken des Löwen dann auszuhebeln. Das Spiel euch leichter zugänglich zu machen, um zu sagen, jo, wenn ihr das haben wollt, dann steigt da ein. Hat euch das gefallen, spielt Gloomhaven. Wollt ihr mehr von Gloomhaven, konntet ihr Forgotten Circles spielen, um dieses Spielerlebnis zu erweitern. Habt ihr mit all dem aber noch nichts zu tun gehabt, dann ist Frosthaven für euch jetzt genau das Richtige, denn es ist ein Gloomhaven 2.0. Alle Inhalte von Story, von Balancing, von Charakteren, vom Crafting, von der Stadt kümmern, all das wird in Frosthaven verbessert und wenn ihr das wollt, greift dazu. Ich kann euch aber nur den gut gemeinten Rat geben. Testet euch mit Pranken des Löwen aus. Gefällt euch das Spiel? Dann könnt ihr euer Geld gerne in Frosthaven oder auch Gloomhaven investieren. Gefällt euch die Art von Pranken des Löwen nicht? Lasst die Finger davon, denn dann wird es einfach zu teuer für euch. Frosthaven ist eine riesige Box mit riesig viel Einarbeitungszeit. Lasst also bitte auch ein Abo hier, damit ihr seht, in was für Spiele ich mich hier einarbeite und ihr nichts verpasst, um eben auch mitzubekommen, ja, das ist der neueste Scheiß da draußen und den zeige ich euch hier. Also ich freue mich über ein Abo, das ist die Unterstützung, die ich brauche und ihr verpasst nichts mehr.